Was verwandelt ein Stück Glas in eine Glühbirne? Elektrizität. Was letztendlich ein Fluss von Energie ist. Ich kann eine Glühbirne nehmen oder auch so viele ich will, aber ohne Elektrizität gibt es kein Licht. Im Psalm 18, Vers 29 sagt David, dass Gott seine Lampe erleuchtet und Gott seine Dunkelheit erhellt. Ich habe mir Gedanken über die Lampe gemacht oder das moderne Äquivalent, die Glühbirne. Also ich nahm dieses Bild und stellte mir vor, ich sei diese Glühbirne. Und ich dachte, wie bin ich denn? Verströme ich Licht? Und wenn ja, wann? Strahle ich die ganze Zeit oder nur gelegentlich? Flackere ich vielleicht? Und was schaltet mich ab? Vielleicht war David da einer Sache auf der Spur, als er das schrieb. Es muss eine Quelle geben, außerhalb von ihm, die das Licht mit sich bringt. Er sagt, er hat eine Lampe, aber auch, dass er seine eigene Dunkelheit nicht erhellen kann und zuversichtlich ist, dass Gott das tun wird. Und während ich so darüber nachdachte, stellte ich mir die Fragen, bin ich mit Gott verbunden? Kann ich mich auf ihn als Quelle des Lichts in meinem Leben verlassen? Wie kann ich mich mit ihm verbinden? Und noch viel wichtiger, wie bleibe ich verbunden? Wenn ich Sie frage, welche Art Glühbirne Sie sind, was würden Sie sagen? Denken Sie an Ihr Leben von der Geburt bis jetzt. Haben Sie sich je mit Gott verbunden gefühlt? Und wenn ja, wann war das? Wann haben Sie sich am wenigsten verbunden gefühlt? Haben Sie sich jemals wie in einer schwarzen Dunkelheit gefühlt, einem kompletten Blackout? Ich sehe das so. Wir sind alle Glühbirnen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich das große Ganze nicht sehen konnte. Ich sah nicht, wohin alles ging, und jeder Tag schien gleich zu sein wie der vorige. Und an einem bestimmten Punkt habe ich mir gesagt, es ist nicht genug, eine Glühbirne zu sein. Und dieser Text ermutigte mich, mehr zu sein als eine Glühbirne, mehr zu sein als jemand, der nur isst und schläft, arbeitet, sich mit anderen trifft und schließlich stirbt. Ich sage nicht, dass ich das erreicht habe, beim besten Willen nicht. Aber ich wurde wirklich inspiriert, bewusster zu leben. Und ich lade Sie ein, es auch zu probieren, bewusster zu leben. Es zu versuchen, eine Verbindung zu Gott aufzubauen. Zu sehen, ob es mehr Licht in Ihr Leben bringt. Ich lade Sie ein, eine außergewöhnliche Glühbirne zu sein. Eine, die verbunden ist und strahlt und andere erhält, während sie ihre eigene Bestimmung erfüllt. Ist das nicht die eigentliche Aufgabe von Glühbirnen?